Tisch mal hier vorne hinstellen. Nee, ich stelle den Tisch mal hier hin. Ziehen das Regal nach hier. Und könnten dann eigentlich den Tisch doch hier hinstellen. Auf hier passt der hin, da aber nicht. Dann stellen wir das nämlich mal nach hier, schieben das Regal ein weiter. Na. So. Und schieben jetzt mal. Ne, war schon richtig rum. Nee, nicht. So. Schieben das Ding jetzt mal richtig rum. So. So, das hätten wir. Schnappen uns nämlich doch den Stuhl und schieben den ebenfalls daran. Na also, geht doch. Jetzt hat unser Kollege einen PC. Und wenn ich ehrlich bin, das Sofa direkt hier vor ist doch irgendwie unnötig. Ja. Stellen Sie mal hier hin, so als kleines Highlight. Und ansonsten würde ich sagen, war es das doch eigentlich schon. Ja. Nein, die Dauer nehmen wir mal später. Sandstorch später, kaufen wir uns im Haus und zum starten wir zu. Später, so. Hilfe. So, wie viel haben wir noch? Wir haben noch. Oh, noch 650 Euro. Ahaha, ist ja mal so gar nichts. Haben wir irgendeinen Nachbar hier zufällig so in der Nähe, wenn ich gerade mal so gucke? Irgendwie nicht so aus, als ob wir irgendwo einen Nachbarn hätten. Wir sind schon wach, also ich will hier mit irgendwem reden. Kennedys Haushalt besuchen. Warum mal nicht? Wir können ja mal eine Nachbarschaft uns ein bisschen vorstellen. Und den Ivy-Haushalt besuchen wir auch mal. Schadet nicht. So, Jimmy. Du hast Hunger und liest zu Ende. Das finde ich ja wunderschön. Jimmy Jackson hat die Grundlagen des Gebiets Kochen begriffen. Er wird sich immer an den Augenblick erinnern, als plötzlich alles ganz klar war. Oh Mensch, ist ja klasse. Jimmy möchte Meisterkoch, Profikoch und Gourmetkoch werden. Um dieses Ziel zu erreichen, muss er viele Stunden am Herd schwitzen und seine Nase häufig in Kochbücher stecken. Doch wer so viele Köstlichkeiten auf den Tisch zaubert, wird niemals einsam sein. Finde ich gut. Aber auch später. So. Gut, Kollege, was machst du eigentlich gerade? Entspannen. Wieso entspannst du dich? Du hast keine richtig zu entspannen. Du hast Hunger. Hier, komm, entspannen kannst du später. Das kommt noch viel zu Ende. Wir machen das später. Jetzt. Hier das Buch weglegen. Nein, warum willst du dich umziehen? Du kannst aber nicht durch deine Wohnung laufen. Ja gut, okay, keine Pizza. Dann leg mal das Buch weg. Und jetzt pfeift dir mal ein Brötchen in den Mund rein. Und Hygiene ist relativ gering. Das heißt, dass du das kurz mal weg. Das ist ein Duschen. Gehst du noch pinkeln. Und für das ist das mal was. Das ist aber schön. Zack, so dann pfeift ihr mal eine Marmelade rein. Schmeckt bestimmt super. Ja. Schmeckt gut, ne? Ja, finde ich auch. Käuferansicht. Wie kann ich einen Sim hinzufügen? Fette Frage. Karrierefähigkeit im Mental, Gelegenheiten zufrieden. Fleisch. Sims müsste sich nach wie vor auf ihre Grundbedürfnisse achten. Sinkt ein Bedürfnis in den Keller, wird das eine negative Stimmung zur Folge haben. Möchtest du mehr über Bedürfnisse erfahren? Nee, das habe ich ja mittlerweile schon gereilt. Find super, dass er immer gleich den Teller wegbringt. Also sehr ordentlich ist doch eine gute Sache. Speichern, Profil und Pinwand. Downloads, Mann, wo kann ich denn einen neuen Sim erstellen? Das ist furchtbar. Sim zum Haushalt hinzufügen. Naja gut, okay, lassen wir es erstmal so. Na, Jimmy. So, Kollege. Was habe ich jetzt gesagt? Das Bild, ja, das verkauft er mal, ne? Ach, warte, mir fällt gerade was ein. Beleuchtung. Wäre ja gar nicht mal so verkehrt, ne? Bummel, Lampenverzerrung. Nö, weißt du, was wir machen? Schnappen uns mal den einen Tisch hier. Und stellen den mal ganz cool hier in die Ecke. Aber was ich auch noch cool finden würde, Baumenü wäre ein hübsches Fenster. Wo finden wir die Fenster denn? Fenster. Finde ich so ein hübsches, fettes, breites Fenster. Fenster wieder verschenkt. Wie viel haben wir eigentlich? Wir haben noch 650. Wir müssen uns jetzt auf ein kleines Fenster einigen. 30, 45, 50, 75. 75 Fenster ist ja eigentlich ganz okay.
hier ranhauen, hinten ran, oder wir hauen ein Fenster hier in den Durchgang rein, wäre das irgendwie dämlich. Hat der gerade das Fenster, schlägt er mir das ehrlich hier vor, ein Fenster zum Bad? Nein. So, ich würde sagen, machen wir mal eins hier hinten, so im Garten, am besten so hinter der Staffelei, dass man rausgucken kann, das finde ich doch ganz schön. So. Das hat doch was. Jetzt haben wir noch ein zweites Fenster hier vorne rein. So, das war's jetzt. Dann wieder zurück und male dein Bild. Verscheuere es. Wuhu. Jetzt gehst du duschen. Das ist doch eine Sache, die du endlich tun kannst. So, ein Objekt kaufen. Gitarre. Machen wir. Aber wo denn? Pass mal auf, Kaufmodus. Handtool. Nach Zimmer sortieren. Badezimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Videospiele. Videospiele im Wohnzimmer. Pflanzen, Teppiche. Oh, da haben wir so viele schöne Sachen, die wir kombinieren können. Hobbys und Fähigkeiten. Eine Songflux-Gitarre. Das sieht doch gut aus. Eine Gitarre für wie viel? 600 Simoleons. 600 Simoleons. Also, Kollege. Einmal und nie wieder, ne? Wir sind nahezu pleite. Also. Ich glaube, ich mache da irgendwas falsch. Ich hoffe bloß. Ernsthaft? Plus 500 Simoleons wieder? Oh, das finde ich gut. Ne, ich glaube eher plus Lebenswerte. Nein, ist gut jetzt. So. Was ist das eigentlich? Ach, wir haben ein Telefon. Ach, cool. Dienste abrufen, Party veranstalten, Party auswärts veranstalten, Arbeit aufgeben. Nein. Unbezahlten Urlaub nehmen. Umziehen, Immobilien ansehen, Zimmern rufen, Telefon stumm schalten. Ah, Mensch, cool. Was man nicht so alles machen kann. Im Briefkasten liegen ein paar Rechnungen. Ja, da würde ich gerne mehr drüber erfahren. Rechnungen werden morgens mit der Post geliefert. Dein Zimmer hat 3 Tage Zeit, seine Rechnungen zu bezahlen. Ganz gleich, ob er sie aus dem Briefkasten nimmt oder nicht. Oh. Du musst mit dem Briefkasten oder direkt mit den Rechnungen interagieren, um sie zu bezahlen. Bezahlungen gilt als abgeschlossen, wenn dein Sim die Bezahlung am Briefkasten vornimmt. Ah ja. Die Rechnung richtet sich nach dem Wert des Objekts mit dem Grundstück. Je größer und luxuriöser dein Haus, desto höher die Rechnung. Falls du im Restaurant mal nicht genügend Geld dabei hast, wird der Betrag deinen regulären Rechnungen hinzugefügt. Je nach Fälligkeitsdatum weisen die Rechnungen unterschiedliche Farben auf. Am ersten Tag sind sie weiß, am zweiten orange und am dritten Tag, dem letztmöglichen Zahlungstag, färben sie sich rot. Oh ja, Rechnungen, die auch nach dem Fälligkeitsdatum noch nicht bezahlt wurden, explodieren. Zudem bekommt dein Sim unangenehmen Besuch vom Gerichtsvollzieher, der dann verschiedene Haushaltsobjekte pfändet, um den unbezahlten Beitrag auszugleichen. Weißt du, was du danach machst? Ich hab so das Gefühl, da der Fuzzi hier gerade ist, bitten zu gehen. Das wäre auch ganz cool. Wir sollten mal... Ach, nur 85 Simoleons. Doch, dann bezahlen wir die gleich mal. So. Jetzt haben wir eine Alltagskleidung. Hände waschen nicht vergessen. Spaß, er will Spaß haben. Und was hat er denn jetzt so vor? Rechnungen bezahlen, Hände waschen. Weißt du was? Hier danach kannst du ruhig ein bisschen Gitarre spielen. Wann hast du eigentlich deinen Job? Ich glaube, das war Montag, Dienstag, noch was, ne? Sag mal, wir haben heute Montag. Ich glaube, du musst heute zur Arbeit, mein Freund. Ich weiß nur nicht, wann und wie. Erzählt mir ja keiner was. So, jetzt haben wir die Rechnungen. Unterschrift. Zurückstecken. Und Rechnungen bezahlt. Okay, das hätten wir. Das ist ja schon mal schön. Jobs oder Computerspiele spielen, schreien, mit jemandem chatten. Internet durchsuchen und zu lernen. Mit jemandem chatten, ne, chatten brauchst du jetzt nicht, Kollege. Jetzt ein bisschen Gitarre spielen, dann bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Na? Wo geht denn jetzt hin? Wo will er Gitarre spielen, ey? Ach Mensch! Wir haben einen Kollegen. Mit dem kann ich nichts machen, ist ja scheiße. Ich will mit dir reden, geht das? Ne, du. Kann man mit dir reden? Ne, jetzt ist er weg. Ist ja doof. Na gut. Der soll nirgends hingehen. Wo ist er denn jetzt? Ach Mensch, wo bist du denn? Draußen, wo spielst du Gitarre? Du musst nichts machen, um zu feiern. Ne. So, mal gespannt, wie der Kollege hier Gitarre spielt.
Dann schieß los. Ja. Ich glaube, der lernt gerade noch. Also so wie der spielt. Tut mir leid, aber ich glaube, der lernt gerade noch zu spielen. Mich interessiert das jetzt aber, wie das mit dem Job aussieht. Fleißige Zufriedenheit, Lebenszeitpunkte sammelt. Ja, das habe ich jetzt auch gereiht. Karriere. Derzeit sind keine Karrieregelegenheiten offen. Fähigkeiten, Spezial. Soll man hier kochen? Das kannst du mal weiterlesen. Was ist das jetzt hier? Zeitung. Kannst du ruhig das Wochengeschehen nachlesen, warum nicht? So, kochen, aktuelles Fähigkeitslevel 1. Alles klar. Karriere, Küchenjunge. Wann müssen wir denn hin? 25 pro Stunde. 15 bis 21 Uhr. Montags. Startet in 5 Stunden. Wir werden dann abgeholt, oder wie sehe ich das? Lebenswunsch von Jimmy, Meister der Künste. Lebenswunsch, Meister der Künste. Ich weiß nicht, was er von mir will, aber okay. Malereifähigkeit verbessern. Können wir auch machen. Dann kannst du einfach nochmal malen üben. Und zwar mal wieder ein kleines Bildchen. Während er noch fleißig Gitarre spielt. So, was könnte er denn dann noch machen? Noch sieht dann ja alles eigentlich blitzblank. Gut ausgeruht, er wird unterhalten. Neue Sachen, neue Sachen. Sims Leben ist, neue Sachen für ihr Zuhause zu bekommen. Achso, neue Sachen, weißt du was, wir können ja mal kurz gucken, wir haben ja noch... Ne, wir haben 20 Simoleons, ne, das kannst du knicken, Kollege. Ich hab alles rausgehauen, super. Rausgehauen, super. Kartenansicht, er könnte ja eigentlich mal irgendwo hinfahren. Aber ich glaube, das macht er lieber später. Käme, glaube ich, besser, wenn er es später macht. So. Wollen wir mal nochmal gucken. So, der Kollege Schnürschuh spielt gerade schön Gitarre. Und heranzoomen, herauszoomen, drehen und drehen und heranzoomen und herauszoomen. Ich muss mal leicht zufriedenzustellen, das finde ich gut. Kann man ernsthaft nicht irgendwo noch einen Sim hinzufügen? Dann muss ich mal angucken, wie das geht. So. Spiel mal ein Spielchen. Ein Liedchen. Trella ein Liedchen. Trella mir ein Lied der Melodie, die du so magst. Immerhin spielt er jetzt schon das ein oder andere Quartett dann, Notendingens da. Wenigstens das. So, mich würde mal gerade interessieren, wie es jetzt eigentlich da aussieht. Die Wände sehen ja alle sehr wunderhübsch aus hier. Nur dass ich die selten sehe. Doch, ich finde, der Hobbyraum hat was. Die geilen Wände, da ein Fenster und dann dieser floppige Boden. Oh, es hat irgendwie doch was. Doch, ich finde schon. Ich finde ja, das hat irgendwie was. So. Hat die Grundlagen des Gebiets Gitarre begriffen. Er wird sich immer an den Augenblick erinnern, als plötzlich alles ganz klar war. Hatten wir schon mal. Ein Rockgitarrist hält. Hilfe. Hält alle Fäden in der Hand, denn talentierte Musiker unterhalten das Publikum nicht nur, sondern nehmen es auch mit auf eine emotionale Reise. Hat Jimmy schon eine Muse gefunden, ihr Meister, die ihn zur Meisterleistung inspiriert? Uff. So, Fahrgemeinschaft Jimmy fährt in einer Stunde. Alles klar, pass mal auf, dann hören wir auf mit der Gitarre spielen, lesen brauchst du auch nicht. Reinbringen musst du jetzt auch nicht und malen musst du jetzt auch nicht. Dann würde ich sagen, Fahrgemeinschaft fährt in einer Stunde. Ach, die kommt erst in einer Stunde oder wie? Achso, na dann hast du eigentlich noch ein bisschen Zeit hier, doch. Spielen nicht. Ah, du kannst mal noch ein kleines Bildchen malen. Das kannst du gerne machen. Mal noch ein Bildchen, denn man malt ja so gerne. Ich lasse noch ziemlich viele kritzeln.